Der Landessprecher der AfD, Leif Erik Holm, hat Ende Mai in den sozialen Medien auf TikTok Vorwürfe gegen den Regional-TV-Sender TV Schwerin erhoben. Außerdem hat die AfD eine Programmbeschwerde bei der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern eingereicht. Hintergrund: weder TV Schwerin noch TV Wismar noch der landesweite Sender MV1 haben vor den Wahlen Kandidaten der AfD zu Talksendungen oder Einzelinterviews eingeladen. Leif Erik Holm fragt nicht etwa nach, warum die Sender keine AfD-Kandidaten einladen, sondern liefert die Begründung gleich mit. Es gab eine Talk-Diskussion bei TV Schwerin, zu der wir nicht eingeladen wurden. Man redet lieber über die AfD statt mit der AfD. Das muss diese tolle Demokratie sein, von der Sie alle so laut reden. Wir hätten natürlich gerne daran teilgenommen, an dieser Runde. Aber nein, das wollte man nicht bei TV Schwerin. Es hat sich offensichtlich einiges dort geändert, seit man die Staatsknete bekommt. Auch TV Schwerin bekommt Geld von der Landesregierung und seitdem will man mit den Ungeliebten offensichtlich nicht mehr reden. Und darum ist es schlecht, ich sage das schon als Journalist, dass man von Staat, von einer Regierung Geld annimmt. Dann hört das nämlich auf mit der kritischen Berichterstattung. Das müssen wir ändern. Wir wollen hier nochmal reagieren natürlich auf die Vorwürfe von Leif Erik Holm. Ich würde es nicht Vorwürfe nennen, sondern Diffamierung, typisch so AfD-Sprech. Jetzt von Staatsknete zu sprechen, die TV Schwerin bekommt, ist völliger Quatsch. TV Schwerin bekommt keine Staatsknete. Und wenn wir eine Förderung bekommen, dann wird das ein ganz kleiner Teil sein von dem, was wir uns selbst erwirtschaften müssen. Unsere Begründungen, warum wir die AfD nicht einladen, interessieren Holm nicht. Hier ein Auszug aus unserer Talksendung aus der Markthalle Wismar mit Kandidaten zur Europawahl. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, die AfD, die Alternative für Deutschland, einzuladen, weil wir einerseits gedacht hätten, wir wollen nicht so viel über die AfD reden hier, wollen nur am Anfang noch mal kurz erklären, warum wir sie nicht eingeladen haben. Und zwar denken wir, die AfD ist in den letzten Monaten, hat sich noch stärker gewandelt in eine rechtsextreme Partei, die nichts mit unserer demokratischen Grundordnung mehr am Hut hat in Teilen. Aber diese Teile sind wichtig in der Partei und tonangebend. Auch hier in Mecklenburg-Vorpommern ist die Partei rechtsextrem abgedriftet. Leif Erik Holm, der Vorsitzende, der Landessprecher, wurde bestraft dafür, wurde aus dem Parteivorstand geworfen und musste in Erfurt Abbitte leisten bei Björn Höcke. Und Niklaus Kramer, Fraktionsvorsitzender im Landtag, der scheut sich nicht davor, mit Martin Sellner, dem bekannten österreichischen Rechtsextremisten, um die Blöcke zu ziehen und den Systemwechsel von rechts zu fordern. Und wir haben Ihnen auch nochmal ein Zitat mitgebracht von Björn Höcke. Und wenn man die AfD kennenlernen will, dann sollte man sich die Extremisten mal vor Ort anhören. Hören Sie selbst. Ein Bündnis, liebe Freunde, ein Bündnis aus erstarrten Altparteien, aus degenerierten Altgewerkschaften, aus verlotterten Amtskirchen und aus versifften Antifa. Und auch die Hauptstrommedien, wie er sie nennt, bekamen ihr Fett weg. Das politisch-mediale Establishment, das ist eine geschlossene transatlantische Politelite. Das sind die uns bekannten Globalisierungsextremisten, die wir hier finden wie überall in der westlichen Hemisphäre. Die Liste der rechtsextremen Verfehlungen der AfD in Mecklenburg-Vorpommern ließe sich fortsetzen. In Schwerin hatte die AfD den Rechtsextremisten Götz Kubitschek eingeladen, was eine Gegendemonstration zur Folge hatte. Kubitschek leitete das inzwischen abgewickelte Institut für Staatspolitik in Schnellroda, Sachsen-Anhalt, eine rechtsextreme, identitäre Denkfabrik. Unsere liberale Demokratie wird hier verteufelt und stattdessen eine Art völkisch-nationale Gemeinschaft gepredigt. Holm selbst sieht sich und seine AfD als Gralshüter der Demokratie. Eine Partei, die in Teilen aber offen rechtsextrem agiert. Und das weiß Holm ganz genau, hat mit Demokratie nichts am Hut. Sie benutzt die Demokratie lediglich, um sie dann abzuschaffen. Er natürlich auch von Seiten der Landtagsfraktion den Systemchange, also den Systemwechsel von rechts propagiert.
der ist für uns nicht mehr annehmbar. Der ist für uns auch kein Diskussionspartner mehr, weil wir sagen, das sind Rechtsextreme, die für unsere demokratische Grundordnung eine Gefahr darstellen. Und die sollte man aus der wehrhaften Demokratie heraus auch entsprechend behandeln. Die AfD nennt sich selbst Alternative für Deutschland. Wenn sich die Partei so weiterentwickelt, würden wir sie eher Albtraum für Deutschland nennen.